Wobei das, was an den Bärenbüschen klebt, fast schon genug ist. Fürs nächste Zeitalter. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und die Felder sind auch schon angelegt. Sehr gut. Und ja, im Allgemeinen können sich die anderen beiden NPC-Spieler selber gut, sehr gut verteidigen. Wir müssen nur gucken, dass wir uns selber gut genug verteidigen. Jedenfalls müssen sich die Hellblauen nicht verteidigen, weil die müssten durch unsere Stellung durch. So, Theseus muss weg. Und meine Goldsammler sind alle gestorben. Übrigens, die tolle lebende Poseidon-Statue hier oben und Gargarensis hier unten. Habe ich eigentlich schon mal Gargarensis Text vorgelesen? Alter 59, also er ist schon alt. Heimat Lerner, Kriegsherr. Besonderer Angriffszyklopenwurf. Gargarensis ist ein Zyklop und ein entfernter Nachfahre Poseidons. Als er erfuhr, dass Poseidon seine Urgroßmutter Amymone verführt hatte, konnte er dies dem Gott nie verzeihen. Anstatt Rachemeersgott zu üben, war der Zyklop der Meinung, der Gott sei ihm etwas schuldig. Er wünschte sich nichts mehr, als selbst ein Gott zu sein und verfolgt dieses Ziel rücksichtslos. Jo, und er hat eine große Poseidon-Statue, um das zu beweisen. Diese Riesen werden auf eurer Seite kämpfen. Jo, schön. Die Statue von Poseidon lebt. Der verkörperte Zorn Poseidons. Diese Statue hat nur den einen Zweck, diejenigen zu vernichten, die die Kühnheit besitzen, sich den Zielen des mächtigen Meeresgottes direkt in den Weg zu stellen. Diese Riesen werden auf eurer Seite. Jo, und ich habe zwei neue Riesen bekommen. Sehr schön. Okay. Ich habe meine Goldsammler komplett verloren. Ich habe zwei Nahrungssammler verloren. Das ist nicht so schön. Und ich habe ziemlich viele Truppen verloren. Was noch weniger schön ist. Okay, dann werdet ihr halt jetzt mal Gold für mich sammeln. Während ich darauf warte, dass alle Ziegen mal nach da unten verschwinden. Und ihr schnell diese Ziegeschlacht ausnehmt, bevor sie ganz verwest. Ja. Da kommt wieder ein Angriff auf die Grünen. Das sollten die aber noch abwehren können. Ich hoffe eigentlich mal, dass ich bald mal Truppen von den Ägyptern kriege. So, ein Marktplatz. Ja, schön. Baut mir schnell einen Marktplatz. Ich will ins nächste Zeitalter vorrücken. Ich brauche die Schatzkammer. Oh, und da kommen die ägyptischen Truppen, die ich brauche. Diese Krieger des Osiris werden in eurer großen Schlacht für euch kämpfen. Jawohl. So, sammelt jetzt hier weiter Nahrung. Und nächstes Zeitalter Poseidon. Hephaistos. So. Das heißt, ich kann hier schon mal neue Nahrungssammler mir zwei Stück holen und dann noch mehr Nahrungssammler. Und da muss ich alle losschicken, das Weltwunder bauen. Und ja, man sieht, der Sohn des Osiris ist ziemlich gut darin, meine Einheiten schnell zu heilen.
Er sollte aber mal mein Dorfzentrum verzaubern, dass die Anbeten fürs nächste Zeitalter schneller vorangeht. Gut. Die Mission fand ich eigentlich immer ganz toll. Also ja, hier komme ich nicht durch. Hier könnte ich ein Dorfzentrum erobern. Hier? Nö. Also nö. Ich mache mir auch nicht mal die Mühe, noch zusätzliche Helden auszubilden. So, dann kümmere mich jetzt um die Ziegen hier. Gut. Ich brauche noch mehr Dorfbewohner, die für mich jetzt Zeug sammeln. Und direkt neben mein Dorfzentrum eine Schatzkammer. So, jetzt kriege ich kontinuierlich die Sachen, die ich brauche für das Weltwunder. Und mit Weltwunder muss ich ein bisschen aufpassen. Das sollte ich hier irgendwo errichten. Gut. Den Blitz könnte ich verbrauchen, um irgendwas hier zu grillen. Was nervig ist. Einfach mal einen Helden. Anämischer Löwe, oh. So, große Heilung. Ach, und da ist mal wieder Theseus mit dazwischen. Ich sollte doch mal meine Kavallerie verbessern und einen Schießstand bauen und ein paar Truppen ausbilden. Weil ich kann mich nicht darauf verlassen, dass hier die Festung kaputt geht und ich eine neue errichten sollte. Oh, da ist übrigens noch eine Heldin gewesen. Diese Wiesen werden auf eurer Seite kämpfen. Neue Riesen, dann bauen wir hier mal als Ersatz für ihre Bergfestung unsere eigene Festung auf. Genau, kämpf als Toxote gegen die Peltas. Ja. Ich bräuchte Holzfäller eigentlich. Verbessern wir mal das. Und holen uns mal ein paar Hopliten. Oh, die muss auf den aufpassen, weil der heilt sich nicht. Und Hippolyte ist nervig. Oh. Ich glaube, ich kann ihn zur Not einfach hier zu den Priestern schicken, die heilen ihn hoch. So, eine Waffenkammer. Wäre auch nicht verkehrt. Okay, man merke, ich kann mich nicht nur aufs Ressourcensammeln konzentrieren. Ich muss mich schon auch ein bisschen auf die Ausbildung von Truppen konzentrieren. So.
Schmiede des Hephaistos. Auf jeden Fall. Und dann fange ich mal an, hier die ganzen Sachen zu erforschen. Vor allem meine Obliden stärker zu machen. Und euch mal stärker zu machen, auch wenn ich nur noch einen Toxoten habe. So, und das. Und vielleicht noch zwei Nahrungssammler. Naja, ich brauche definitiv... drei Nahrungssammler und zwei, die zu Poseidon beten, wären auch nicht verkehrt. Okay, jetzt ist das alles super günstig. Also verbessern wir auch einfach mal alles. Meine Hobliten haben nämlich noch nicht mal ein Schild. Okay, du kannst dich leider nicht heilen lassen. Und ja, ich sollte doch mal... ihr zerlegt Ziegen, du betest, genau. Diese Träger des Osiris werden in eurer großen Schlacht für euch kämpfen. Jo. Er macht mal die lämischen Löwen hier kaputt, damit die unsere grünen Verbündeten nicht zu sehr malträtieren. Und alles andere sieht ganz gut aus. Gold haben wir im Überfluss. Was wir halt wirklich nicht haben, sind gerade Truppen. Was das Ganze ein bisschen problematisch macht. Und die Petropolis, die nerven auch ein bisschen. Macht mal das Ding kaputt, dann steht es nicht mehr im Weg. Und produziert auch vor allem keine Petropolis mehr. Und die Militärakademie. Ah, zwei neue Riesen, sehr schön. Okay, zieht euch mal zurück. Du nicht. Wir werden das hier zerstören, dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich einige der Truppen des Gegners von dort kommen. So, verbessern wir aber erstmal unsere Militärstreitmacht. Bevor ich an das Weltwunder denke. Ah. Und ihr da drüben werdet langsam lästig. Schicke ich mal meine Helden los. So, Truppen sind Elite, gut. Ihr sammelt jetzt Nahrung.
Esto. Prostagma? Ne. Prosiche. Esto. Etich. Esto. Gut. Leger. Prostagma? Ine gira. Genau, und ihr baut mir hier einen Ersatzturm. Vielleicht sollte ich wenigstens einmal die... Gebäude-Lebenspunkte verbessern. Leje. Antio. So, noch ein paar mehr Truppen. Dann können wir nochmal versuchen, die drei Ausbildungsgebäude hier anzugreifen. Und wenn die weg sind, haben wir etwas mehr Luft, hoffe ich mal, zum Atmen. Dass wir dann das weg. Die nordischen Freunde werden euch nicht länger helfen können. Ah. Die Macht der Götter. Jo. Das war jetzt das Zeichen, dass wir uns beeilen sollten. Weil jetzt sind die Nordischen, die Nordmänner ausgefallen. Das heißt, unsere ägyptischen Freunde fallen auch bald aus. Noch ein bisschen Nahrung. Und wir können Zeus Thron errichten. Und dazu ziehe ich am besten alles an Arbeitern zusammen, was ich so habe. Okay, Gargarese schickt jetzt stärkere Truppen ins Gefecht. Wahrscheinlich auf Reaktion darauf, dass ich den Bau hier gestartet habe. Er schickt sogar die Helden von hier oben los. Okay. Achso, er hat die Truppen losgeschickt. Ja. Du stehst da oben ziemlich ungünstig. So, Atlantis weg. Das Weltwunder wird immer noch gebaut. Dich kann ich mal aus dem Weg räumen. Du bist da oben nur irritierend. So, und mit dem bisschen Nahrung, was ich aus Hephaistos Schatzkammer kriege. Das, wisst ihr was? Ihr helft auch beim Bauen, dass das wirklich schneller geht. So, wir haben nämlich gerade mal die Hälfte von dem Gebäude. So, noch ein paar mehr Hopliten. Die Krieger des Osiris werden in eurer großen Schlacht für euch kämpfen. Okay, und wir kriegen doch noch mal ein paar frische Osiris-Krieger. Nemeische Löwen. Und ja, es zieht eine neue Truppe aus. Und Gargarensis zerstört jetzt die Ägypter.
traf ich jedoch mal nicht. Und ja, ich könnte hier ein bisschen Nahrung kaufen, um hier auch noch die beiden Verbesserungen zu machen. Und jetzt habe ich nicht mehr genug Gold, aber das dürfte gleich wieder reinkommen. Wichtig ist, dass das Wunder bald fertig ist. Damit meine Leute wieder sammeln gehen können. Und da kommt der Angriff. Ach so, dich habe ich da drüben gelassen. Auch gut. Gut. Akanthos, nimm diese Gabe und tilge Kronos vom Antlitz dieser Erde. Für immer. Ihr könnt beten. Zeus hat euch beigestanden, aber umsonst. Kronos wird bald frei und Zeus sein Sklave sein. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Solange die Gabe des Zeus wird, überlasst mir die wandelnde Statue. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir ernst machen. Auch wenn unsere Truppen nicht so zahlreich sind. Rennen wir jetzt direkt durch auf das Dorfzentrum hier zu. Mit den paar Truppen. Machen die Polte nochmal tot. Holen uns unsere Truppen. Ja, man sieht, Akanthos wird instant geheilt. Und ja, unser Ziel ist die große Poseidon-Statue. Da wäre eine Schatzkammer, die wir erobern könnten. Aber wir gehen direkt auf die Befestigung zu und wir müssen eigentlich nur Akanthos die Statue angreifen lassen. Also eigentlich sind die ganzen Truppen, die wir jetzt haben, nur Ablenkung. Damit Akanthos durchkommt. Und das Ding hier zerstört. Die anderen Truppen sind irrelevant. Weil guckt, Akanthos heilt sich einfach und heilt sich und heilt sich. Und egal, was man ihm jetzt hier entgegensetzt, er muss nur die Poseidon-Statue töten. Oder fast töten. Das, was ihm... Ihr habt es mir versprochen, Kronos! Und Zeugen. Die ganze Stadt ist verloren. Nur die Gebäude. Die Leute konnten wir retten. Was ist mit Akanthos? Akanthos,
Wacht auf! Definitiv zu laut. Ja. Gut, wir sind wieder im Kampagnenmenü. Kann ich noch was dazu sagen? Wir haben die Kampagne Sturz des Dreizacks abgeschlossen. Das heißt, die nächste Kampagne ist die Goldene Garbe. Wie man sieht, spielt die in den Nordlanden, was mich freut, weil, wie ich schon mal gesagt habe, die Wikinger sind mein Lieblingsvolk. Und danach kommt noch die Expansion-Kampagne, die ich allerdings noch nicht installiert habe. Ja. Also wir können gespannt sein. Ich mache jetzt hier jedoch wieder erstmal einen Cut, bevor wir uns der goldenen Gabe oder der Golden Gift zuwenden. Und würde sagen, ich hoffe, dass euch schon mal die Hauptkampagne gefallen hat. Also ich finde, das ist ein richtig tolles Spiel eigentlich. Alter Klassiker, richtig Retro. Und hoffe, dass ihr bei der Golden Gift Kampagne und auch bei der Expansion nachher wieder mit dabei seid. Also, bis gleich.